ja, nicht mal richtig wiedergeben kann. Ich dann so entsetzt war ich von der Scheiße, ey. Ich will ja jetzt nicht sagen, Leute, ihr dürft euch so einen Schwachsinn nicht reinziehen. Ich guck mir auch gerne Sachen an, die witzig sind oder wo sich Leute in Anführungszeichen zum Affen machen. Das ist ja auch witzig manchmal zum Gucken. Aber dann doch bitte so, dass das nicht so darauf ausgelegt ist. Wie, weiß ich nicht, das geht ja weiter wie... Was gibt's da noch für Formate? Ja, diese ganzen Super-Duper-Formate da auf jeden Fall. Hier wie diese Vorführungsdinger. Dann nimm... Wie heißt der Schwachsinn? Boah. Muss das mal überlegen, wie der ganze Quatsch heißt, ne? Genau, hier, Supermodel-Blödsinn. Es gibt, gab's doch früher schon diesen Freak-Schwachsinn? Dann haben die da neuerdings dieses Filmformat, ich habe keine Ahnung, dieses längere da, wo die dann in dieser Villa sind. Ey, die Leute sind doch echt einfach nur total aufgesetzt. Ich frage mich, warum Leute sich sowas angucken. Glauben das manche Leute? Das ist, was mich mal interessiert, ob das wirklich Leute glauben, was sie da sind. Ich war echt entsetzt. Nee, ich war einfach nicht mal schockiert, nicht mal entsetzt. Ich wusste ja schon immer, dass da nur Scheiße läuft. Eher so, boah, welches Ausmaß das mittlerweile angenommen hat. Und dafür bezahlt man dann... Weiß ich nicht, was heißt bezahlt man aber? Es ist ja nicht mal so, dass die, ja, ich finde da keine Worte für. Ich bin hier am Rumdrucksen und hast nicht gesehen. Das ist echt unglaublich. Bleiben wir mal auf das eine Thema. Was denkt sich so ein Mädel dabei, wenn es da hingeht zu RTL und sich so eine Scheiße da reinzieht? Also sich so da gibt. Was muss sich ein Mensch denken, der sich so eine Scheiße da verzapft? Also ich denke mir da jetzt gerade, habe ich mir nur so gedacht, wo ich das gesehen hatte. Gerade ist gut, gestern Abend. Als ich das gesehen habe, hatte ich mir nur gedacht, Alter, ist nicht dein Ernst. Du stellst dich da jetzt hin, machst dich zum Affen für die Bevölkerung, nur um einmal im TV gewesen zu sein? Lässt dich dann noch in irgendwelchen super-duper Knebelverträgen ein, damit du auch ja nur momentan irgendwie 5 oder 10, ich weiß gar nicht, wie die Verträge da sind, bei RTL arbeiten kannst? Ich hab... Man möge mir dafür sein, aber wenn das wirklich jemand war, der von der Straße einfach dahingegangen ist... Puh, also man kann sich richtig professionell zum Affen machen für ein paar Euros. Oh, wenn sie überhaupt welche für gekriegt hat, wahrscheinlich nicht. Ich habe ja eher die Vermutung, dass es wirklich eine Schauspielerin war, die einfach schlichtweg bezahlt worden ist. Von wegen, ja mach mal, wir müssen hier etwas für die Zuschauer haben, so irgendwelche Klischees bedienen und bla und blub. Also das ist ja irgendwie da gang und gäbe. Die Leute regen sich dann drüber auf, genau das, was ich jetzt mache. Und so bleibt man ja im Gespräch. Dummerweise unterstütze ich die ja jetzt sogar auch noch, weil ich mich eben drüber aufrege. Naja, was heißt aufregen, aber drüber rede ich. Weiß ich nicht, also... Ich bin von der ganzen Kiste nicht gerade so begeistert. Ich meine, Fernsehen gut und schön ist auch in Ordnung. Man kann sich da auch von berieseln lassen. Aber ich bleib bei der Meinung, es macht leider irgendwie schon ein bisschen... Es vernebelt einen die Gedanken. Kann ich mir besser mal einfach mal einen Abend, wenn es so ein gemütlicher Abend ist, mal auf der Parkbank chillen oder sonst was. Oder einfach mal vom PC mit ein paar Leuten daddeln. Geht auch. Finde ich persönlich viel, viel angenehmer. Die Glotze ist bei mir eigentlich eher aus. Ich bin da jetzt über Gesichtsbuch drüber gestolpert. Ihr kennt die Geräusche. Und ich habe mir echt nur gedacht, das kann nicht wahr sein, was ich da gesehen habe. Warum machen sich Leute denn so zum Affen? Ich verstehe sowas nicht. Wenn es gekauft ist, dann wissen wir Bescheid. Da wollte nur jemand wieder schnelles Geld machen. Ich mache hier mal die Tür zu, sonst haben wir hier gleich Besuch drin. Und ja, muss ich auch sagen, die Schauspieler, die sich für so eine Scheiße hinstellen und das mit sich machen lassen, könnt ihr machen, aber wollen die ewig immer nur zweite Klasse Schauspieler sein? Ich weiß ja nicht. Naja, es ist alles ein bisschen ganz komisch. Ah, Heizungen bringen ja Wärme, oder was? Ist ja interessant. Das sind Heizkörper. Ah, ich dachte, die wären defekt. Das ist gut zu wissen, wenn wir später mal auf dem Mond oder so bauen. Wo war ich denn jetzt hier eigentlich vorhin am Anfang? Erstmal ein paar Lautsprecher. Oh, ne, jetzt geht die Verstopferei wieder los. Und Scheiß. Ah, okay. Fisch ist da gerade oben gegen die Sachen am Fliegen. Nicht meine Kiste. Also ich weiß nicht. Also man kann sich jeden Scheiß ja selber antun. Ich werde mich davor hüten, Leuten vorzuschreiben, was ihr zu gucken habt und was man nicht zu gucken hat. Ich gucke mir auch jede Menge Mist an auf gut Deutsch.
Was ist daran so schlimm, sich mal Mist anzugucken? Ist doch vollkommen in Ordnung. Tut doch jeder mal. Meine Güte. Manchmal muss man auch irgendwann mal sagen, Alter, nee, ich schalte mal um. Also sowas kann man auf Dauer nicht unterstützen. Das war einfach wieder so der Moment, weißt du? Ich hab nur gedacht, boah, seit sind wir denn schon mit der Verranzung? Aber echt schon ein bisschen krass. Ah, naja. Erstmal den ganzen Scheiß hier rausgepustet. Jetzt fangen wir erstmal hier an, die ersten Zimmer umzubauen. Wir haben ja jetzt schon mal dieses Gras angelegt. Ich denke mal, da oben gucken wir, dass wir später auch noch Ackerland draufsetzen. So ein bisschen das Gebäude ausnutzen, was geht an Fläche. Haben wir eigentlich weißes Gestein? Ich weiß das gar nicht. Ich guck gleich mal eben. Ich meine aber, wir hatten hier noch gar nichts. Ich meine, meinen alten Account hatte ich welche gehabt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Da müsste ich den erst hier anliefern. Cheater! Ja, natürlich ist das Cheat. Deswegen mache ich es ja auch nicht. Dann würde ich mir ja die Sachen vom alten anderen Account hier rüberholen. Das wäre ja ein bisschen blöd. Das wird wohl heute nicht mehr rauskommen, sondern erst quasi jetzt. Also ich habe das gestern dann aufgenommen. Ist jetzt nicht so wild, denke ich mal. Ich habe das irgendwie heute jetzt auch überhaupt nicht mehr auf die Reihe gekriegt, irgendwas noch zu schaffen. Muss dann hier und da noch ein paar Sachen erledigen. Mein Gott. Noch ein bisschen zu lange geschlafen, wie man hört. Nicht jetzt beiseite, so lange habe ich dann noch nicht geschlafen. Und ja, passiert. Ich hoffe, ihr seid mir da jetzt nicht böse, wenn das jetzt ein bisschen bei mir blöd mit den Let's Plays kommt. Ich versuche das jetzt natürlich mit der laufenden Zeit wieder zu ändern. Aber ich finde das selber ein bisschen nervig, wenn das so lückenhaft ist. Das eigentlich, was ich am Anfang direkt schon als Vorsatz fürs neue Jahr genommen habe. Regelmäßig Videos liefern. Ja, dann sehen wir ja, wie das wieder geklappt hat. Kennt ihr das? Ihr habt einen Vorsatz fürs neue Jahr und dann passt das wieder nicht. Ja. Erstmal wieder abbauen. Naja, machst du nichts. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht so fatal. Wir bauen jetzt erstmal hier eine Bude rein, dann ist das auch schon. Boah. Apropos Themen, wo man sich echt drüber echauffieren kann. Irgendwie kann ich das mal ganz gut. Finde ich eigentlich auch schon ein bisschen bedenklich, dass ich mich immer so, ich sag mal in Anführungszeichen, aufrege. Nein, ist nicht aufregend, finde ich immer ganz interessant. Da hat sich doch glatt, ich möchte da jetzt nicht böse drüber urteilen oder so, ich fand es halt nur ein bisschen ganz schön interessant. Ist jemand hingegangen? Und hat jetzt jemanden angezeigt, weil der in Minecraft rumpalabert hatte auf dem Server. Ich kenne die gesamte Story jetzt wohl nicht. Ich hatte lediglich nur noch hinterher den Screenshot von der Anzeige gesehen und dachte mir nur so, ist das nicht ein bisschen lächerlich? Ich weiß nicht, wie findet ihr das, wenn Leute anfangen, weil Leute im Internet rumpalabern? Natürlich gehört sich das nicht, das will ich gleich mal direkt dazu sagen. Finde ich persönlich auch überhaupt nicht in Ordnung, wenn Leute da anfangen rumzupalabern und Scheiße bauen und hast nicht gesehen. Aber ich glaube, ich sollte mal eben eine Heizung aufsuchen. Heizung? Jetzt eine Heizung, wenn ich da oben ist ein Fass. Ich sehe nämlich gerade meine Temperatur mal ganz am Abgang. Nicht so geil. Erstmal die Hände dran bereiten. Kennt ihr das? Kalte Hände? Hat er dann so online gestellt, die Anzeige? Und dann wirklich nur für so ein paar simple Screenshots von diesen billigen Internetdrohungen. Ihr kennt ja alle diese Kiddies, die am Anfang rumbauen, Hakenkreuz wollen. Hey, ich zeig deinen Server an, von wegen, rechtes Gedankengut. Er hat da selber wohl hingebaut, gleich mal vorweg. Und, darf eine Anzeige? Ich weiß ja nicht. Kennt doch diese ganzen Kiddies. Da lässt man die einfach labern, schmeißt die vom Server runter und die Sache ist doch für einen abgehakt. Also würdet ihr da wirklich noch euren Fuß nach draußen bewegen und dann eben zu Polenta laufen mit der Scheiße? Ich denke mir da immer, die Polizeidirektion, die dann da sitzt, die guckt dich doch auch erstmal an wie ein Auto und denkt sich auch noch, Alter, der hat doch kein Leben mehr. Du bist so fast wie so ein dieser Pseudo-Rentner, dieser Klischee-Rentner, der jetzt nichts Besseres zu tun hat, außer die Kinder auf der Straße anzuschreien. Weg mit euren Bällen! Runter von dem Rasen! Der gerade frisch gemäht! Irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Ich bin da ja kein Freund von solchen Schwachsinn. Sollen die Leute doch machen, wie sie lustig sind? Wenn sie so viel Spaß dran haben, macht mal. Ganz einfach bannt man sowas einfach und dann ist die Sache erledigt. So, wir haben die erste Bude freigestellt. Unglaublich. Die Tür ist sogar direkt korrekt, das ist gut. Wir müssen so eine Tür mal irgendwo abbauen.
Gittertüren dafür sind ein bisschen blöd. Diese Schiebetüren finde ich da schon angenehmer. Erstmal ausrasten damit. So, die nehmen wir mal mit. Kopieren wir uns auf dem Schiff. Ja, das Ding können wir eigentlich lassen. Das ist so, so eine Art Eingangsding. Kann man das irgendwie verknüpfen? Muss ich mal schauen. Hat man hier so. Hätte schon was, ne? Ich gehe mal kurz auf dem Schiff gucken, ob wir die Baumaterialien hatten. Ich weiß nämlich echt nicht, ob wir sowas hatten. Ich meine aber nein. Tut mir leid, Leute. Ach du Scheiße, was war das denn jetzt, ey? Ne, wir hatten noch überhaupt nicht wirklich was am Baumaterial. Der liegt irgendwie blöd. Dann lege ich jetzt erstmal Zeug hier ab. Den ganzen Staff. Halt, Moment, den nehmen wir mal mit. Stimmt, das ist ja beim letzten Wipe-Flöten, den ich wieder hat. Verdammte Wipes. Ist das nicht für ein dekoratives Support? Beamer. Ist aus diesem Rad oder so. Metal. Crafting primitiv. Erstmal alles da reinschmeißen, was ich jetzt erstmal nicht benötige. Rein. Stacheldrahtzaun ist schon ganz okay. Modern Sliding Tür. Ich versuche die gleich mal einzuscannen. Ey, das ist so eine alte Lampe, die wir auch hatten. Kennt ihr die, wo diese Stahlgitter da drüber liegen? Finde ich voll geil irgendwie. Ich versuche die mal eben zu scannen. Es hat geklappt, jetzt können wir uns so eine Tür basteln. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt müssten wir uns noch dieses komische Ding da bauen. Oder war das ein Crafting Table? Schnell zum Crafting Table. Da. Kupfer fehlt uns natürlich. Nein. Erstmal schmelzen. Ich guck gleich erstmal eben unten in den Planeten rein, ob die da irgendwie was haben, was wir noch gebrauchen können als Baumaterial. Weil Kupfer haben wir nämlich nicht ausreichend, also ich so schon. Ja, der Scheiße. Dann machen wir hier mal einfach einen Gang so in den Untergrund. Da ging ja mal flott hier. Lampe. Nein. Das geht ja schon wieder geil los. Erstmal ins Gestein. Fuck! Komm, die U4 jetzt. Eigentlich will ich ja weiterzocken, aber ich sehe gerade, ich muss gleich zur Arbeit. Das ist toll. Ich brauche mich mal ein bisschen was runter. Also, du hast nichts gemacht. Erstmal Kampfmusik. Komm schon. Wisst ihr was, Leute? Wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge, weil ich muss jetzt sowieso zur Arbeit stiefeln. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr hattet mal wie üblich Spaß hier bei der Geschichte gehabt. Wir werden jetzt auf jeden Fall den Knast nach und nach ummodellieren. Wir sind, glaube ich, wie so eine, heißt die, Einsiedlerkrebs, die immer in Steckenhäusern an einen knisten und so rummeln. Das machen wir jetzt quasi mit dem Knaster. Gut, ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr habt mal wieder Fun an der ganzen Kiste hier gehabt. Wir sehen uns die nächste Folge, wenn es wieder heißt. Starboard! Du hast in der Seite gar nicht rumzumachen, komisches Kackviech. Tschüss, ich wink nochmal. So, jetzt aber tschüss.